Ja, hallo, liebe Leute, Schiamm hier und willkommen zu einer kleinen Patch-Preview für 6.2, was diesen Mittwoch erscheinen wird. Und ich dachte mir, ich zeige euch das ja einfach mal die Seite, wo ihr sonst selber nochmal nachschauen könnt, könnt. Natürlich mmo, MMO -Champion jetzt kann ich schon wieder nicht mehr reden. Äh, was haben wir denn alles Neues? Es gibt jede Menge neues Zeug, natürlich, ganz klar, ist ja ein Major-Patch. Äh, und mal das Wichtigste natürlich für die meisten ist der neue Raid, die Höllenfeuer-Zitadelle. Mit jede Menge neue Bosse. Und hier sehen wir auch schon, wie viele Bosse haben wir denn insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bosse. Archimonde natürlich wieder mit dabei. Das heißt, es ist wieder mal ein Dämon aus der Burning Legion. Aber gibt natürlich auch jede Menge geile Sachen, wie zum Beispiel das hier ist für alle Stoffträger unter euch ein kleines Transmog-Gimmick. Weil bisher war es meistens für Plattenträger, wie zum Beispiel die Schultern von Garrosh. Uh, dieses Mal ist es endlich mal für Stoffis. Sieht nicht so schlecht aus. Schade, dass es sonst nichts mehr dazu gibt. Das heißt, ihr müsst dann noch ein bisschen kombinieren. Es sind insgesamt nur drei Teile. Das heißt, der Gürtel, die Schultern und der Kopf. Uh, aber auf jeden Fall ein geiles Gimmick, muss ich sagen. Uh, natürlich braucht ihr für den neuen Raid wieder neue Marken. Da könnt ihr nicht mit den alten Bonus rollen, sondern es gibt neue. Die sind nach wie vor wieder ganz, ganz normal zu holen in Ashran. Uh, natürlich könnt ihr auch zusätzlich noch eines hier über. Die Kriegswerkstatt holen, glaube ich, war es in der Garnison, wo ihr halt nach wie vor den gratis Bonus Roll bekommt. Da kommt ihr, äh, bekommt ihr gleich den neuen natürlich. Und ihr bekommt einen zusätzlichen Bonus Roll, wenn ihr an den neuen Bonus-Event-Wochenenden, wenn Zeitwanderung, Burning Crusade oder Wrath of the Licht King ist, dann bekommt ihr da, wenn ihr fünf Dungeons abschließt, natürlich auch nochmal einen extra Bonus Roll. Also der addiert sich nochmal zusätzlich. Ihr könnt dann also vier diese Woche holen. Ist natürlich ein geiles Gimmick, muss ich sagen. Äh. Natürlich gibt es jede Menge Loot. Ihr seht hier die Loot-Anpassung im Raid-Finder 675 bis 685. Archimonde natürlich ist der letzte Boss und erscheint auch am spätesten. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann welcher Wing geöffnet wird, aber Archimonde, glaube ich, sind erst 5-6 Wochen nach Patch-Release, wenn ihr denn im LFR reinkommt. Äh, Normal seht ihr hier 96 bis 705. Das heißt, wenn ihr vorher Mythic dungeons macht, dann seid ihr da gut an, wenn ihr nachher Normal gehen wollt. Uh, Heroic natürlich 705 bis 720 und Mythic 27 bis 735. Natürlich nochmal plus 6 jeweils, wenn es kriegsgeschmiedet droppt. Uh, hier habt ihr auch Raidfinder Requires Item Level 650, das heißt, ihr braucht mindestens ein Item Level von 650, um da reinzukommen. Uh, was ist denn so besonders an dem Raid? Erstens gibt es natürlich die neuen T-Sets, sehen nicht so schlecht aus, weiß ich nicht, ob wir hier gerade eine Preview dann sehen, uh, aber. Archimonde an sich selbst, droppt nämlich Trinkets für jede Klasse und das sind richtig krasse Dinger. Äh, könnt ihr euch dann auf der Seite hier nochmal anschauen? Braucht ihr nur hier auf den Link zu klicken, dann findet ihr die Dinger und natürlich im Mythic-Modus droppt Archimonde hier so einen Fair-Steel-Annihilator. Äh, das ist so, sieht aus wie das komische Ingemount, nur halt in ja, Iron. Er sieht in etwa aus wie der hier. Kriegen wir den hier? Na, das sehen wir hier nicht, oder? Ah, da so in etwa sieht er aus, oder? Das heißt so in etwa. Genau so sieht er aus. Äh, ist natürlich ein schönes Mount, muss ich sagen. Viele Leute regen sich auf, weil ja, Blizzard schon wieder mal alles repainted. Äh, dann wir haben natürlich auch einen neuen World Boss. Das ist Supreme Lord Kasak. Den kennen wir auch schon aus Burning Crusade, beziehungsweise eher aus. Dem guten alten Classic, denn dort war er schon in den verwüsteten Landen unterwegs, ist dann ins dunkle Portal geflüchtet, war dann auf der Höllenfeuerinsel unterwegs und jetzt haben wir ihn natürlich wieder äh, im Jungle, was das neue Gebiet ist. Ihr seht es hier schon, äh, da könnt ihr dann jede Menge Sachen machen, ist in etwa so wie die zeitlose Insel, ihr könnt dort wieder solche Tukens finden und so weiter, äh, die euch im Gear verbessern. Das ist wie halt wie gesagt, zeitlose Insel, da waren es immer so. Items, die ihr sammeln könnt und dann klickt ihr die, ah, macht, klickt ihr einmal mehr Rechtsklick drauf und dann kriegt ihr, ich weiß nicht, was für ein item -Revel. die haben, ich glaube 650 oder so. Könnt ihr natürlich nochmal upgraden. Uh, was ich gesehen habe, geht es bis 6,95, was ihr die Items upgraden könnt. Könnt ihr also auf jeden Fall nochmal ein paar Ersatzteile holen. Jetzt switcht hier wieder irgendwas auf Werbung bei meiner Mucke. <laughs> Ist nicht so gut. So, nächstes Lied. Uh, Legendary Questline geht natürlich weiter, das heißt wir bekommen unsere legendären Ringe jetzt schon. Das wirft natürlich die Frage aus, ob es denn danach noch ein Patch geben wird, aber dazu spekulieren wir dann anders mal weiter. Wir müssen natürlich noch jede Menge Sachen machen, dazu müsst ihr euren Hafen freischalten, bla, bla bla wieder Sachen looten und so weiter und so fort. Uh, Schalten wir das ein bisschen leiser. Uh, natürlich gibt es natürlich wieder eine Catch-Up-Mechanik, das heißt, dass ihr mit Twinks uh, schneller an den Ring kommt. Uh, Gibt es in Zukunft von den Missionen öfter die Missionen, wo ihr diese Steine oder Runen bekommt? Das heißt, ihr könnt viel schneller aufholen. Da schauen wir nicht rein. Das ist natürlich Spoiler pur, uh, wie denn die Quest 3 weitergeht. Das will natürlich jeder selber erleben. Und hier haben wir auch schon zum Beispiel die Ringe. Für mich zum Beispiel der Stärke-Ring. Und was hier am meisten verwundert, ist natürlich der On-Use-Effekt. Denn Awakens the Power of all Savage Hollows, worn by you and your allies, increasing damage dealt by 25%. Das heißt, wir. Wenn wir das Ding benutzen, wird der Schaden von uns und allen unseren Verbündeten um 25% erhöht für 15 Sekunden. Jetzt ist die Frage: Steckt das Ding oder kann ich das dann im Raid wirklich nach und nach ziehen und das permanent aktiv halten? Aber das sehen wir ja dann noch. Und ja, auf jeden Fall ein krasser Ring. Bin froh, dass wir das schon so früh bekommen. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Und natürlich, wie gesagt, die Mythic Dungeons haben wir hier. Das heißt, wir haben unsere 8 Dungeons, die wir alle schon kennen. Uh, was ist so besonders an Mythic Dungeon? Das Item Level, was da drinnen droppt, ist 6,85 von den normalen Bossen, das heißt 6,91 Kriegsgeschmiedet. Und von den letzten Bossen habt ihr eine Chance, dass ihr ein 700er-Item bekommt, beziehungsweise 706 Kriegsgeschmiedet. Das heißt, ihr habt 8 mal in der Woche die Chance, ein 700er-Item zu bekommen. Ja, 8 mal die Woche, weil das Ding natürlich ein Weekly Lockout hat. Und der nächste Nachteil ist, ihr könnt das nur auf eurem Server machen, weil es natürlich Mythic ist. Das heißt, ihr könnt da auch nicht Kion dafür. Ihr müsst wirklich mit der 5 er ihr müsst gruppe zum Dungeon laufen, damit ihr denn da rein könnt. So, was ist an der Garnison neu? Natürlich der Schiffshafen, also der Shipyard. Da gibt es natürlich jetzt eine neue Ressource, nicht mehr die Garnisonsressourcen. Das heißt, wir brauchen jetzt das Öl. Man hat es hier oben schon gesehen. Hier ist die neue Ressource für diese Missionen, die ihr machen könnt. Und ihr könnt auch Schiffe kaufen und so weiter und so fort. Uh, natürlich gibt es da dann jede Menge geile neue Sachen. Ein paar Items, natürlich kriegt ihr da wieder die Kisten uh, dann von den Raids und so weiter. Und es gibt auch neue Hail Room Items, das heißt, es gibt Ringe dieses Mal. Für alle, die den Angelwettbewerb noch nie gewonnen haben, können hier endlich mal Ringe für ihre Twings holen zum Twings leveln. Ist natürlich ein geiles Gimmick. Garnison-Kampagne geht natürlich weiter, war eh klar. Gibt es jede Menge neue Sachen dafür. Ihr seht, ihr kriegt hier ein so ein Item, das euer äh, Gear upgradet. Das heißt, ihr seht hier auf 6.95 ist auf jeden Fall ein ziemlich hohes Item-Level für alle, die nicht gerade Mythic raiden. Und natürlich kriegt ihr auch ein Pad und so weiter und einen Anhänger. Braucht man aber nicht mehr so viel. Es gibt ein paar Missionen, die neu hinzugefügt werden. Vor allem dieses, diese Mission, diese Rare-Mission, wo man einen eine Gronling als Mount bekommt. Ist natürlich das Gronling-Mount, das wir alle schon kennen. Nur dieses Mal in Violett mit gelben Highlights. Aber natürlich ein schönes Gimmick gibt natürlich auch neue Factions und da erwartet uns unter anderem diese Transmog-Sets. Wir sehen es hier zum Beispiel. Für die Allianz haben wir einmal das hier und für die Horde gibt es dieses Frostwolf-Transmog-Set. Leider gibt es keinen Kopf dazu, weil sie da irgendwie Probleme hatten oder so, was ich gelesen habe. Ist aber auf jeden Fall cool, dass sie das einfügen. Und was kriegen wir noch? Wir sehen es hier leider gerade nicht. Wer der hier äh, zeigt es mir jetzt nicht an. Da: Reigns of the Corrupted Dreadwing oder Dreadwing. Uh, ist so ein Vogel, man hat es vorher gesehen oder sehen wir gleich nochmal, der kostet 150.000 Apexis-Kristalle. Das heißt, da kann man ein Zeitchen sparen, damit man sich den guten leisten kann, ist natürlich ein geiles Ding. Und wir haben sonst hier wieder jede Menge andere Sachen, die uns verwandeln, Fun-Items und so weiter. Uh, es kommt hier schon wieder Werbung. Dann haben wir natürlich Updated Warlock Demon Models. Uh, ist auch ein geiles Gimmick. Dass sie das mal gemacht haben, ihr seht es hier schon. Vor allem die Teufelswachen finde ich richtig krass, wie man es hier sieht. Äh, natürlich auch wieder in verschiedenen Farben und so weiter. Richtig geile Models. Können uns die hier auch noch mal anschauen. Also da können sich die Warlocks vor allem freuen, wenn sie schon wieder was Neues kriegen. <laughs> Muss man sich auch mal aufregen, weil die Feuerquest war ja auch nur für Warlocks. Aber egal. Äh, Currency Changes. Äh, wir haben halt ja nach wie vor die neuen Marken, wie gesagt, da könnt ihr euch nach wie vor viel Gold holen. apexis Kristalle, Garnitions-Ressourcen und so weiter und so fünf und, und so fünf und so weiter und so fort. Uh, Time Walking, das Lied ist aber übertrieben laut. Um, Time Walking hier seht ihr das Complete 5 Wrath of the Lich King or Burning Crusade Dungeons during the Bonus Weekend for an Extra Seal. Das heißt, immer wenn diese Wochenenden sind, dann könnt ihr euch so ein extra Siegel holen nochmal natürlich die neue Ressource Apexis Kristalle sind jetzt wichtiger sagen wir mal so ihr könnt damit die Twinks nachequipen weil ihr halt hier diese Gierteile wie sie in Tanachong und so weiter droppen könnt ihr natürlich auch kaufen für die Apexis Kristalle und könnt so einen äh, Twink nachequipen alle Items die es vorher für Apexis Kristalle gegeben hat ihr seht es hier kann man nachher für Gold kaufen das heißt das ganze wird ganz schön teuer weil ihr müsst ja immer Zuerst die Unterstufe kaufen, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste. Und ihr seht es hier auch schon: das erste 5000, danach nochmal 5000, dann 10 und dann 20.000 für ein 675 Item. Da fahre ich doch lieber Miffy Dungeons, muss ich ehrlich sagen. New Apexes Crystal Items haben wir hier natürlich. Gibt so ein paar kleinere Sachen, so Toys und so ein Zeug, natürlich auch ein Pet und so weiter und so fort. Und ihr seht es auch: 5000 braucht ihr für 6,50 Loot, ist es genau. Und dann, wenn ihr das upgraden wollt, äh, dann braucht ihr hier nochmal 20.000. Dann könnt ihr das ganze Ding nochmal upgraden. Ist natürlich geil. Und dann haben wir hier natürlich die Bonus-Events, von denen ich die ganze Zeit rede. Das sind halt jedes Wochenende, ist jetzt ein Bonus-Event. Das heißt, wir haben hier einmal das Apexis-Bonus-Event. Das erhöht die Chance, äh, dass Mobs äh, Apexis-Kristalle droppen, ums Dreifache, wie hier steht. Dann haben wir das Arena Skirmish Bonus Event, das heißt, wir bekommen bei Weitem mehr Ehre durch Skirmishes. Das ist, wenn ihr Arena anmeldet ohne ein festes Team. Uh, Battleground Bonus Events, das heißt, wir kriegen die dreifache Ehre als sonst. Dann haben wir das Trainer Dungeon Event, das heißt, wir bekommen in allen Hero- oder Mythic Dungeons uh, Ruf für die Fraktionen, die es vorher gab. Das heißt, ihr müsst nicht mehr so stupide grinden. Uh, und zusätzlich gibt es auch eine Kiste von, den, äh, von dem neuen Raid, wenn ihr den 5 abschließt von den Mythic Dungeons, wenn das Event ist, oder waren es 3, 5 oder 3, dann haben wir das Battle Pet Bonus Event, das ist natürlich, wenn ihr Battle Pets macht, dann kriegt ihr die dreifache EP-Rate als vorher und zusätzlich, wenn ihr eine gewisse Anzahl an, Battle an Pet Battles abgeschlossen habt an dem Wochenende, dann kriegt ihr so einen Stein, der euer Pet direkt auf 25 aufwertet. Und dann natürlich noch die Time Walking Dungeon Events. Das heißt, ähm, beim Burning Crusade müsst ihr mindestens 71 sein, bei Wrath of the Lich King natürlich mindestens 81. Dann könnt ihr da für die Dungeons kion und könnt da auch mit Level 100 dann zusammen äh, diese Instanzen durchrennen. Da gibt es natürlich auch Items, die genau für euch skalieren. Äh, ist ein kleines oder lustiges Gimmick. Wie gesagt, äh, die meisten werden das natürlich dann rennen auf Level 100, weil sie halt unbedingt äh, den Bonus-Roll noch zusätzlich haben. Haben wollen und ihr seht es hier natürlich da im Walker Dungeons. Hier sehen wir was alles dabei ist: Burning Crusade, Arkadras, Schwarze, äh, Schwarze Morast, die Mana-Gruft, diese Schmettertenhallen Hallen und die Sklavenunterkünfte, in Roth, verpflichtet. Ging haben wir hier an Head, Gundrak, Hallen, der Hallen, Halls of Lightning, was war das nochmal? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nexus, Utgard und ja, das sind so die Instanzen, die wir hier schon haben. Und All of the Dungeons Drop Item Level 660 Loot, das heißt, ihr könnt euch da auch nochmal die Qu äh, Twinks schnell nachequipen. Dann haben wir noch die Adventure Guide. Das ist so ein kleines Buch. Das könnt ihr jederzeit aufmachen, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Dann zeigt euch das Ding an, was ihr denn oder was genau gerade für euer Level geeignet ist. Ist natürlich auch ziemlich geil. PvP-Updates. Warlord Season startet normalerweise zwei Wochen, nachdem der Patch live gegangen ist. Das ist, heißt zwei Wochen von jetzt aus. Das ganze Gear natürlich wird natürlich wieder hochskaliert, wie es auch nach wie vor war. Uh, das neue Gear 715, wie man hier lesen kann. Uh, die Vercella, die BVB Gear, is being obtained in a different way. Uh, das heißt, die neuen uh, Sachen mit Ver Vitalität, heißt das glaube ich auf Deutsch, uh, gibt es jetzt nur noch in Ashran oder hier von diesen uh, Rated Battlegrounds. Uh, die Rated Battlegrounds oder wenn das Battleground Event ist, dann habt ihr auch zusätzlich die kleine Aufgabe, dass wenn ihr 5 Rated Battlegrounds gewinnt, dann kriegt ihr so eine Kiste und da ist auch ein neues BVB-Item drinnen. Uh, das heißt, ihr könnt dann hier auch die Chance haben, dass ihr da was Neues, Geiles drin habt. Dann für die neuen Crafting-Items brauchen wir Fellblight. Uh, das haltet ihr nicht wie vorher, wie zum Beispiel eure Stelle und so weiter, sondern das gibt es jetzt nur noch über... Die Nebenberufe oder was heißt Nebenberufe, über Kirschenreiber, Bergbau, Kräuterkunde und auch das Angeln, könnt ihr diese Dinger finden. Das zwingt euch natürlich ein bisschen in die freie Welt hinaus zu gehen, das Zeug zu farmen. Da, äh, denn damit könnt ihr dann euer ganzes Gear upgraden wieder, wenn ihr denn gecraftetes Gear habt. Denn jetzt gibt es, glaube ich, sechs Stufen insgesamt. Vorher waren es nur vier. Und da geht das über Item Level 700, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß es gar nicht genau. Komm, sieht man das hier? 685 äh, 700, 705 und 715, genau. Ihr seht hier, braucht relativ viel von dem Zeug. Das heißt, ich glaube, das droppt auch nicht so selten. Dann es gibt natürlich auch endlich Epic-Steinchen wieder mal. Und natürlich auch noch ein paar Glühven, zum Beispiel für den Schamanen, die neue Ascendenzglyphen. Ihr seht hier, da verwandelt man sich einfach in sich selbst, mehr oder weniger nur in verschiedenen Farben dann. Ist natürlich nicht schlecht. Fishing, Cooking gibt es natürlich auch wieder neue Sachen. Ein paar Charaktermodelle werden überarbeitet. Was auch noch ganz geil ist, ist, dass die Nacht äh, zumindest nach Kalim dort vorerst mal zurückkommt. Ihr seht es hier bei den Bildern, äh, wie es halt vorher ist und wie es nachher ist. Wir haben zum Beispiel hier, es ist momentan und so wird es nachher sein. Das heißt, wir haben wieder richtig schöne Nächte. Uh, und ihr seht auch die Highlights von den Lichtern und so weiter kommen wieder richtig gut raus. Ich hoffe, dass weiterhin daran gearbeitet wird und die nächste wieder in allen Gebieten zurückkommen. Ihr seht ja auch noch, wir haben neue Hailroom-Items. Dann da wird es interessant, wieder denn die Arena Kurobashi und die Dunkelmann Arena kommen zurück ins Spiel. Denn darin könnt ihr jetzt diese zwei schönen Trinkets erbeuten. Ups, hier sind sie. Das sind natürlich, die kennt man natürlich schon. Uh Experience gained from BVB Battlegrounds increased by 50%. Das ist natürlich mal ein geiles Gimmick, weil es dann natürlich anregt, dass man das Ding anzieht, wenn man durch BVB leveln will. Und dann haben wir natürlich die neuen Ringe. Die bekommt ihr von den Missionen, wie gesagt. Und dann haben wir hier auch noch für den Paladin endlich mal unser Platten-Level-Gear für den Heilig-Paladin. Natürlich gibt es auch jede Menge neue Wappenröcke. Hier haben wir einmal den Allianz-Wappenrock und einmal den Horden-Wappenrock, den es bei den neuen Fraktionen zu holen gibt. Zusätzlich von den neuen äh, Schiffshafen könnt ihr hier diese Hü Hüte freischalten. Die könnt ihr dann natürlich auch transmoggen. Wie genau man die freischaltet, habe ich noch gar nicht nachgesehen, aber ich schätze mal, das seht ihr dann eh über eine Quest und so weiter. Babag bekommt ein paar Kostüme. Das war wieder der wichtigste Change überhaupt, den wir hier gebraucht haben. Man sieht es ja gerade gar nicht so schön, aber ist auch nicht so wichtig. Man sieht es hier, das sind die vier, die er bekommt: so ein Wikinger-Ding, Piratending, Ninja und so ein Ritterdeil. Wer das braucht, ich weiß es nicht. Aber New Toys natürlich, jede Menge Toys wieder, wie immer. <laughs> New Battle Pads haben wir natürlich, der neue Ladescreen. Und das war es dann eigentlich schon mit den neuen Patch Notes. Ich hoffe, ihr freut euch oder ihr seid genauso gehyped auf den neuen Patch wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Und vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.